Gutes Jahr 2015 für Sparkasse Duisburg. Trotz verschärfter Lage im Finanzsektor verzeichnet die Sparkasse Duisburg ein erfolgreiches Jahr 2015. Mit einer Bilanzsumme von 5,5 Milliarden Euro verbuchte das Kreditinstitut Zuwächse sowohl im Einlagen- als auch im Kreditbereich. Privatkunden nutzten die Niedrigzinssituation für Konsumkredite von insgesamt 83 Millionen Euro. Bei den Kundeneinlagen waren kurzfristige Einlagen beliebt, während langfristige Spareinlagen aufgrund des niedrigen Zinsniveaus gescheut wurden. Die Sparkasse Duisburg versichert, mögliche Minuszinsen nicht an ihre Privatkunden weiterzugeben. Wir werden uns sozusagen wie ein Bollwerk zwischen die Europäische Zentralbank und unsere Sparer stellen, um die sozusagen zu schützen vor Negativzinsen. Viele Institute überlegen ja schon, diese Negativzinsen weiterzugeben an die Kunden, so wie sich die Europäische Zentralbank das ja auch wünscht. Wir werden das nicht tun. Wir können zwar keine großen Zinsen mehr bezahlen und viele Sparer klagen da nachvollziehbarerweise drüber, aber die Negativzinsen werden wir sozusagen selbst verdauen zu Lasten unseres eigenen Ergebnisses und nicht an die Sparer weitergeben. Auch für die kommenden Jahre wird eine gleichbleibende Zinslage erwartet, die deutlich sinkende Zinsüberschüsse bringen wird. Um die Sparkasse auf den finanziellen Einbruch vorzubereiten, wird derzeit ein 90-Punkte-Plan umgesetzt, mit dem die Ausgaben gesenkt werden sollen. Dazu gehört unter anderem ein neues Standortkonzept. Trotz alledem sieht man sich mit einer gefestigten Eigenkapitalstärke für die kommenden Jahre gewappnet. Prostituierte im Duisburger Rotlichtviertel nicht krankenversichert. Viele Prostituierte im Duisburger Rotlichtviertel sind laut Jahresbericht der Beratungsstelle Lilly nicht krankenversichert. Das ist hinsichtlich der wachsenden Zahl von Geschlechtskrankheiten in NRWs größtem Bordellviertel bedenklich. Das Gesundheitsamt spricht von erheblichen humanitären Problemen für die Sexarbeiterinnen. Es warnt zudem vor einer Infektionsverbreitung über die Freierszene hinaus. In Duisburg verdienen etwa 500 Frauen ihr Geld mit Prostitution. Das Gebiet rund um die Vulkanstraße gilt als das größte Bordellviertel NRWs. Derzeit gibt es dort 10 Bordelle mit 440 Zimmern. Die Auslastung liegt bei 50-70%. Unternehmerverband kritisiert IG Metall. Der hiesige Unternehmerverband der Metallindustrie sieht die Forderung für den neuen Tarif der IG Metall als unerfüllbar. Diese fordert eine Lohnerhöhung von 5%. Grund für die Uneinigkeit sei die Stahlindustriekrise. In Duisburg, Mülheim-Oberhausen, aber auch im Kreis Wesel, im Kreis Kleve und selbst in Städten wie Bocholt häuften sich die negativen Meldungen aus den Unternehmen. Aber die Lage der Mineralölindustrie treffe die Metall- und Elektroindustrie. Man arbeite entlang einer Wertschöpfungskette und sei deshalb eng verflochten. Ein weiterer Grund sei die Weltwirtschaftslage. Laut Arbeitgebervertreter herrsche bei Investitionen und Anschaffung absolute Zurückhaltung. Bei massiven Streikandrohungen, die zu einem überhöhten und starren Tarifabschluss führen, würden viele Unternehmen der Tarifbindung den Rücken kehren, so der Unternehmerverband. Die Unternehmerverbandsgruppe mit ihren 6 Einzelverbänden und rund 700 Mitgliedsunternehmen gehört zu den größten Arbeitgeberverbänden NRWs. Kita-Platzmangel in Marxloh. Nach Angaben der Stadt fehlen in Marxloh rund 200 Kita-Plätze für Kinder über 3 Jahren. Das sind 4 von 10 Kindern ohne Betreuung in einer Kindertagesstätte. Für Eltern, die bereit sind, ihr Kind in einem anderen Stadtteil unterzubringen, steige die Chance. Die Situation in Marxloh soll aber bald schon durch 125 zusätzliche Kita-Plätze verbessert werden. Ein Investor baut das ehemalige Kolpinghaus an der Diesterwegstraße um. Außerdem soll es eine neue Kita in Wannheim-Anger Hausen geben. Die Lebenshilfe wird Betreiber beider Kitas sein. Sie hat bei der Stadt jährliche Zuschüsse von rund 127.000 Euro beantragt. Das Geld soll bereitgestellt werden, sobald die Einrichtungen ihren Betrieb aufnehmen. In ganz Duisburg sind ca. 13.200 Kinder im Kita-Alter. Rechnerisch gibt es für fast jedes Kind in der Stadt einen Kita-Platz.
Ärzte an Rhein und Ruhr fordern Aufstockung der Studienplätze. Die Ärzteschaft im Rheinland fordert Aufstockung der Zahl der Medizinstudienplätze in Nordrhein-Westfalen. Dazu zählen ebenfalls die Studienplätze an der Universität Duisburg-Essen. Aufgrund eines sich verschärfenden Versorgungsmangels sei dies notwendig, heißt es in einem Beschluss der Ärztekammer Nordrhein. Angesichts des Studienplatzmangels sehen sich inländische Bewerber nämlich dazu genötigt, sich im Ausland umzuschauen. Viele junge Frauen und Männer wendeten sich deshalb ganz von einer Laufbahn als Ärztin oder Arzt ab. Die Verhandlungen von Bund und Ländern werden im Zusammenhang mit dem sogenannten Masterplan Medizinstudium 2020 geführt. Mit diesem soll auch die Hausarztmedizin gefördert werden. Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom Ferien- und Campingpark Visseler See, der Oase am Niederrhein. Bewölkt, aber trocken zeigte sich der heutige Tag. Morgen sieht es ähnlich aus, die Wolkendecke zieht sich allerdings weiter zu bei Temperaturen zwischen 4 und 9 Grad. Am Donnerstag lässt sich die Sonne wieder blicken, das Thermometer steigt dabei auf maximal 10 Grad. Zum Wochenende wird es nass. Der Freitag bringt Regen, die Temperaturen liegen zwischen 6 und 10 Grad. Liebe Autofahrer, seien Sie gewarnt, denn auch morgen sind die Stadthüter wieder im Einsatz und blitzen. Unter anderem auf der Angertaler Straße in Wannheim und auf der Mainstraße in der Innenstadt. Zudem behindern Baustellen die freie Fahrt. In Marxloh ist bis Ende April die Henriettenstraße zwischen der Wolf- und Hagedornstraße gesperrt. Grund dafür sind Kanalbauarbeiten der Wirtschaftsbetriebe. Außerdem wird in Bergheim auf der Eichenstraße die Fahrbahndecke erneuert. Der Abschnitt zwischen Mörserstraße und Hofstraße ist bis Juni für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt. Studio 47 wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine sichere und angenehme Fahrt.